für die ehrenvolle Einladung zu diesem Festvortrag. Es war schon wunderbar, die anderen Vorträge zu hören und ihre Worte, vor allem für eine Sozial- und Kulturwissenschaftlerin. Dass Bildung und Wissenschaft und Forschung und Kultur so hochgehalten werden. Und ich darf anmerken, dass wir uns natürlich alle freuen würden, wenn das auch zu konkreten Handlungen führen würde. Das Thema europäische Identitäten, Nationalismen und Sprachbarrieren ist angesichts der vielen widersprüchlichen globalen und europäischen, ja sogar regionalen Entwicklungen nicht ganz zufällig entstanden. Zurzeit unterrichte ich nämlich in Nordengland an der Lancaster University, knapp südlich der Hadrian's Wall, vielleicht der künftigen Grenze zwischen England und Schottland. Ich beobachte und erlebe daher Identitätskonstruktionen, Identitätskonflikte und entsprechende Sprachbarrieren sowohl von außen, wenn ich von Lancaster nach Wien und auf den sogenannten Kontinent oder, wie manche Engländer zu sagen pflegen, overseas blicke, Kanal ist weit, wie auch von innen, innerhalb von Großbritannien und dem mit Spannung erwarteten Referendum 2014 zur schottischen Selbstständigkeit. Natürlich beobachte ich gleichzeitig Österreich, sowohl von innen wie von außen. Als Sprachsoziologin interessieren mich natürlich Sprachbarrieren und deren Ursachen. Sprachbarrieren bestehen also nicht nur zwischen Nationalsprachen, zwischen Deutsch, Englisch, Polnisch oder Kroatisch. Sprachbarrieren bestehen auch beim mangelnden Verstehen innerhalb einer Sprache oder bei der Unmöglichkeit, zwischen verschiedenen Positionen und Interessen innerhalb der Europäischen Union oder anderen Staaten zu vermitteln. Etwa zwischen den Kernländern einerseits, dem erweiterten Kreis von Mitgliedsländern andererseits, zwischen Nord und Süd, kleinen und großen, armen und reichen Ländern, zwischen Schengen und Nicht-Schengen, zwischen alten und neuen Europa und auch zwischen Euro-Ländern und Ländern ohne Euro, Ländern, die bei der NATO sind und solchen, die es noch nicht sind und so weiter. Angesichts all dessen stellt sich die Frage, quo vadis Europa? Also wohin gehst du, Europa? Noch deutlicher, wohin willst du gehen? Vielleicht auch, wohin sollst du gehen? Lassen Sie mich mit einigen persönlichen Erlebnissen beginnen. Seit vielen Jahren verbringe ich meinen Urlaub auf einer kroatischen Insel in der Nähe von Zadar. Immer wieder zieht es mich in den Süden, wo ich schon als Kind mit meinen Eltern jedes Jahr den Sommer in Dalmatien, in Dubrovnik, Rovinj oder Korčula verbringen durfte. Damals noch in Jugoslawien. Heuer aber fiel es anders, denn zum ersten Mal mussten wir nicht lange an der Grenze warten. Wir wurden praktisch durchgewunken. Denn Kroatien ist seit 1. Juli der 28. Mitgliedstaat der Europäischen Union geworden und kroatisch damit zur 24. offiziellen Sprache der Europäischen Union. Wir hatten die Gelegenheit, mit vielen Menschen, die wir seit Jahren an unserem Urlaubsort kennen, über den Beitritt zu sprechen und zu diskutieren. Häufig übrigens auch in sehr gutem Deutsch, da diese als ehemalige Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen in den 60er und 70er Jahren gut Deutsch gelernt hatten. Über ihre Befürchtungen, Wünsche und Hoffnungen. Wie nicht anders zu erwarten, fürchten viele eine Teuerung. Andere freuen sich über die ihnen nun offenstehende Mobilität und potenzielle Arbeitsplätze an anderen Orten innerhalb der EU. Und wieder andere trauern Jugoslawien als einstigen ideologischen und nationalen Zusammenhalt nostalgisch nach, sozusagen damals, als alles noch besser war.
Manche hingegen befürchten den Verlust nationaler Souveränität, während andere befreundete Nachbarn meinten, man müsse ja den globalen Kräften endlich etwas entgegensetzen, nämlich ein geeintes Europa. Ansonsten bestünde die Gefahr, von den USA, einem erstarkten Südamerika, China, Russland, Indien oder Afrika überrollt zu werden. Die Europäische Union also als gewaltige Projektionsfläche für ganz widersprüchliche Erwartungen, Hoffnungen, Befürchtungen und Ängste, die natürlich auf kollektiven und auch individuellen, oft überlieferten Erfahrungen beruhen. Kann man also diese Entwicklung als eine große Erfolgsstory der Europäischen Union begreifen? Fast 20 Jahre nach Ende des schrecklichen Krieges und Genozids am Balkan, einem Krieg in Europa, also vor unserer Haustür, eigentlich fast im Haus. Die Europäische Union als solidarisches Friedensprojekt, wie von Winston Churchill oder Robert Schuman herbeigesehnt, also gelungen? Hat die Europäische Union den Friedensnobelpreis zu Recht erhalten? Können wir uns jetzt auf den Lorbeeren ausruhen? Oder ist der Friedensnobelpreis angesichts der riesigen Herausforderungen durch die Finanz- und Eurokrise, der wachsenden Nationalismen und Rassismen innerhalb der Mitgliedstaaten als wichtige Mahnung zu verstehen?